So, willkommen zurück zu Part 10. Der letzte Part war halt nur 10 Minuten lang, weil irgendwie hatte ich keinen Bock mehr. Es ist immer noch der gleiche Tag. Es ist immer noch die gleiche Uhrzeit. Ich habe mir kurz angeguckt, wie dieses eine Rätsel geht. Und dann habe ich dabei auch noch gesehen, das war der letzte Part. Deswegen, ja, werde ich das hier wohl jetzt auch noch beenden. Deswegen sage ich einfach mal, das hier wird wohl anscheinend der letzte Part. Also, mögen tue ich das Spiel nicht wirklich. Na, ja, klar. Ja, komplett zerfetzt. Okay, das geht immer hoch und runter. Na, es war ein Fehler zu springen. Ah, das hätte eh nichts gebracht. Hat mich das Ding wirklich noch gekriegt? Oh nee. Ja. Ach gut, ich bin hier. Mann. Okay, noch ein bisschen warten. Nein, da ist eine Lücke. Kampf, wollte ich sagen. Übrigens, mir ist selber aufgefallen, ich bin doch nicht so gut im Kommentieren, wie ich mir zuerst vorgestellt hatte. Also es gibt wirklich viel bessere Kommentatoren. Da kann ich nicht mithalten, muss ich echt zugeben. Oh. Okay, das war Glück. Ja. Da ist noch eine Kreissäge, oder? Ach, Scheiße. Okay. Das war auch nichts. Und da sind Spinnenweben. Vielleicht halten die mich ja. Nein, tun sie nicht. Ich bin schlecht. Ja, das war auch schlecht. Achso, wenn ich das Ding aktiviere, ist das komplett weg. Ah, aber ich glaube, ich weiß jetzt wie. Bisschen zu früh. War das ein Darm? Eklig. So, nochmal versuchen. Ich muss einfach perfekt abtimen alles. Ah, ich habe da auf Steuerung gedrückt. Ja.
Warum drückt er denn nicht? Kackdinger. Na, ist er zu. Ja, aber er stirbt trotzdem. Okay. Aha. Okay. Jetzt bin ich tot. Soll heißen, ich kann nichts machen. Und weiter. Warte, ist das jetzt Wasser? Da ist Licht. Und er verreckt auf halbem Weg, oder was? Dann darf ich das nochmal machen. Na, jetzt gucken wir das noch ein bisschen an, wie der da angezogen wird, beziehungsweise liegen bleibt. Das erinnert mich ein bisschen an den Anfang. Hallo, kannst du aufstehen? Warte, der Hintergrund ändert sich. Das ist der Anfang. Sag mir nicht, jetzt beginnt das Spiel nochmal von vorne. Okay. Die Wendung. Jetzt bin ich mal gespannt. Kurzaufnahme. Ach, wir haben noch lange Zeit. Jetzt bin ich mal gespannt. Also ich habe zwar an dem Titel gesehen, dass das Finale ist, aber was jetzt noch kommt, keine Ahnung. Also wie gesagt, das erinnert mich sehr stark an den Anfang. Wenn hier jetzt zwei Bärenfallen kommen, ne? Nö. Da ist ein kleines Kind. Hallo du. Das erinnert mich auch an eine Szene. Okay, es scheint, als wäre das jetzt das Ende. Okay, es sind lange Haare. Scheint die Schwester zu sein. Nee, oder? Okay, ich musste dreimal nachgucken. Und 10 Euro. Nein, mal ehrlich, 10 Euro für das. Du kriegst bessere Flash-Games auf Kongregate, ohne Scheiß. Übrigens, das Rätsel habe ich mir jetzt bei... Gott, wie heißt der Channel nochmal? Ich weiß es gerade nicht. Shollyhawk? Holy Shock, keine Ahnung. Ich guck gleich nochmal nach. Also erstmal möchte ich hier wissen... Ihr wollt mich doch verarschen, kleiner Cut. Ja, es war Shollyhawk. Aber... Nein, Leute. Meine Meinung, es war das Geld nicht wert. Aber mal so gar nicht. Ich hoffe echt, From Dust wird besser. Ich habe mir das jetzt schon gekauft. Ihr werdet es dann ja wohl schon gesehen haben. Aber... Das. Nein. Mir fehlen gerade schon wieder die Worte wie ein Saboteur, aber diesmal ist es eher negativ. Achso, die unterschiedlichen Checkpoints. Da kann man halt ganz normal halt nochmal die Achievements holen. Aber trotzdem, das ist... Nein. Also ihr kennt jetzt meine Meinung.
Ihr könnt euch selber eine machen. Schreibt sie bitte in die Kommentare. Übrigens, in letzter Zeit war ich sehr zufrieden mit den Kommentaren. Also bis Part 5, sag ich mal. Bis dahin hatte ich noch gut Kommentare, dass ich was lesen konnte. Keep going damit. Ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play. Bis dann. Ich hoffe, das wird besser. Auch vom Kommentierstil her und so. Sagt mir mal bitte, wie ihr meinen Kommentierstil findet und ja. Also wenn ich den so mit anderen vergleiche, ich finde den nicht so gut, meinen. Naja, bis dann.